Die rechtslinearen Grammatiken bzw. die Sprachen, die durch rechtslineare Grammatiken erzeugt werden und die deterministischen endlichen Automaten, dass sie zusammenfallen. Formuliere ich einfach mal so, Rad ist gleich L3 oder Sprache L ist rational, genau dann, wenn L aus L3. Ja, L3 jetzt sozusagen die Menge der Sprachen, die durch Typ 3 Grammatiken erzeugt werden. Ja, das ist eine Konstruktion, wie ich jetzt aus einer Grammatik einen Automaten konstruiere, beziehungsweise aus einem Automaten die entsprechende Grammatik angebe. Ich muss zwei Sachen zeigen. Das erste, was ich zeigen muss, wenn eine Sprache rational ist, dann gibt es dazu auch eine passende Grammatik. Das heißt, wenn wir einen endlichen Automaten haben, endliche Automaten bestehen immer aus einer Menge von Zuständen, aus einer Menge von Zeichen, aus einer Übergangsfunktion S0 und eine Menge der Finalzustände. So, und jetzt definieren wir eine Grammatik. Grammatik immer als Viertupel VTRS. Und wir sagen, V ist die Menge der Zustände. Die Zustände unseres Automaten werden die Variablen der Grammatik. Die terminalen Zeichen werden natürlich das Alphabet des Automaten. Die Startvariable ist der Startzustand unseres Automaten. Und die Regelmenge definieren wir wie folgt. Und zwar gehen wir über von Q nach AQ'. Groß Q' sind Zustände unseres Automaten. Die Automaten bestehen ja aus den Übergängen von Zuständen mit einer Kante zu einem Nachfolgezustand. Sozusagen für jede Kante in dem zugrunde liegenden Graphen bilden wir jetzt so eine Regel. Q geht über zu A, das ist die Kantenbeschriftung und das ist sozusagen das rechte Ende der Kante in dem Graphen. Wir packen dazu, Q geht über nach Epsilon für alle finalen Zustände. Wir nehmen mal den folgenden Automaten. Das ist die Sprache oder das ist der Automat, der akzeptiert die Sprache aller Wörter, die mit A, B anfangen. Ja. Regeln einer äquivalenten Grammatik. Ja, ich nehme jetzt einfach die Kanten des Automaten her und baue jetzt eine Regel Q0 geht über nach A, Q1. Q0 geht über nach B, Q3. Q1 geht über nach Q3 oder nach B, Q2. Was müssen wir noch machen? Wir müssen noch machen, Q2 geht über nach A, Q2 oder B, Q2. Und wir müssen noch machen, Q3 geht über nach A, Q3, B, Q3. Bislang können wir noch kein terminales Wort erzeugen. Das machen wir jetzt, indem wir hier berücksichtigen. Für alle finalen Zustände führen wir noch eine Regel ein. Q geht über nach Epsilon. Das heißt, Q2 ist unser einziger finaler Zustand. Wir müssen hier noch die Regel einführen. Q2 geht über nach Epsilon. Ja, also das wäre die Konstruktion. Ja, das heißt, was wir jetzt machen müssen, dass wir jedes Wort, was wir mit dem Automaten akzeptieren, dass wir es auf der anderen Seite auch erzeugen können. Ja, und kein Wort erzeugt wird, was nicht auch von dem Automaten akzeptiert wird. Also für diese Konstruktion ist nun zu zeigen, dass die Sprache, die vom Automaten akzeptiert wird, genau übereinstimmt mit der Sprache, die von der Grammatik erzeugt wird. Dafür machen wir eine Induktion und zwar über die Länge eines Wortes W. Und zwar behaupten wir das Folgende, dass wenn wir das Wort, ja, also wenn wir sowas erzeugt haben und dass wir das nur dann können, wenn wir auch einen Übergang haben von S0, ich verarbeite das Wort W und lande im Zustand Q, dass das also äquivalent ist. So, ein Induktionsanfang für Wortlänge W gleich 0. Unsere Startvariable gerade unser Startzustand, das ist auch gerade als Wort betrachtet Epsilon S0. Und wenn ich auf der anderen Seite im Zustand S0 bin und Epsilon habe, so, jetzt machen wir Induktionsschluss unter der Annahme, die Behauptung gilt für die Wortlänge n. Und jetzt nehmen wir ein Wort, was um genau ein Zeichen länger ist. Behauptung gilt für Wortlänge n. Dann gilt das Folgende. Wenn wir eine Ableitung gemacht haben in der Grammatik G, in mehreren Ableitungsschritten, zu einem Wort der Wortlänge n plus 1, w hat Wortlänge n, wir packen jetzt noch irgendein beliebiges Zeichen hinten dran und sind dann in dem Zustand Q'. Das ist genau dann der Fall, wenn es einen Zustand Q gibt aus K. Delta von Q und A ist Q'. Ich gehe aus vom Zustand Q beim Lesen des Zeichen A. Das ist hier das A, was wir hinten dran gehängt haben. Lande ich in dem Zustand Q'. Und es gibt eine Ableitung, S geht über W gefolgt von einem Q. Das ist einfach, dass ich sozusagen diese Ableitung zerlege hier, ja, und mir dann im Prinzip die Konstruktion angucke, wie ich mit der Übergangsfunktion auf die Produktionsregeln geschlossen. Der erste Teil bleibt einfach so stehen. Und jetzt kommt die Induktionsvoraussetzung, dass wir nämlich diesen Teil hier, dass wir da jetzt unsere Induktionsannahme einsetzen können und das folgende Delta Stern S0 W ist gleich Q. So, und jetzt haben wir einfach nur noch die Hintereinanderausführung von zweimal der Übergangsfunktion. Das heißt, wir haben hier Delta. Für dieses Q, was wir hier haben, können wir einfach das einsetzen. Das heißt, wir haben Delta
Delta Stern S0 W, A gleich Q'. Und die Definition dieser Übergangsfunktion durch Anwendung eines ganzen Wortes führt uns dann dazu, dass wir hier hinschreiben können, Delta Stern S0 W A ist gleich Q'. Also jetzt haben wir gezeigt, wenn wir in der Grammatik ableiten können, dieses hier ausgehend von S, erzeugen wir W A Q'. Ja, das ist genau dann der Fall, wenn wir das in dem Automaten durchführen können. Delta Stern und dann von S0 Startzustand lesen wir WA und landen im Zustand Q'. Ja, und daraus, um das zu vervollständigen, um auf die Sprache dann zu schließen, daraus folgt, wenn wir ein Wort haben W aus der von der Grammatik erzeugten Sprache, das ist genau dann der Fall, das ist die Definition. Wir können die Startvariable ableiten zu dem Wort W. Das ist aber genau dann der Fall, wenn wir einen Zustand haben aus der finalen Zustandsmenge, sodass wir S ableiten können nach WQ und das dann wiederum in einem Schritt nach W. Für die finalen Zustände gibt es immer einen Übergang nach Epsilon. Damit können wir dieses Q hier eliminieren. Das ist äquivalent dazu, dass ein Q aus F existiert mit Delta S0 W gleich Q. Und das ist gleichbedeutend damit, dass das W aus L von A ist. Damit haben wir gezeigt, für diese Konstruktion ausgehend von einem Automaten haben wir eine Grammatik erzeugt. Wir haben gezeigt, dass die Sprachen, einmal die vom Automaten erkannt wird und die Sprache, die von der Grammatik erzeugt wird, dass die identisch sind. Ja, also wir haben gezeigt, dass wenn ein W in dem L von G liegt, dann ist es auch genau in der Sprache, die vom Automaten akzeptiert wird. So, jetzt müssen wir noch die andere Richtung machen. Ausgehend von der Grammatik müssen wir jetzt einen Automaten konstruieren. Das ist ähnlich, wenn ich mich nicht täusche. Genau, jetzt müssen wir noch die andere Richtung zeigen. Aber wir können natürlich jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass wir direkt einen deterministischen Automaten konstruieren. Das hängt jetzt von der Regelmenge ab. Wir können, wenn wir jetzt beispielsweise solche Regeln da drin haben, ja, A, S oder A, B, S, das führt auf einen nicht deterministischen Automaten. Ja, darum müssen wir da die Konstruktion ganz klein bisschen anpassen. G gleich V, T, R, S. Rechtslineare Grammatik. Es gibt nur Regeln, A geht über nach kleines V, großes B, kleines V aus T+. Ja, also es darf nicht leer sein, was hier steht, dann kommt ein großes Zeichen. Oder es kommt irgendwas Beliebiges nur aus Terminals bzw. das leere Wort bestehend. Jetzt konstruieren wir einen Automaten. Die Zustandsmenge sind wieder unsere Variablen. Wir brauchen aber einen weiteren Zustand, den nenne ich jetzt mal Q-Stop. Q-Stop gibt es bislang noch nicht. Das Bandalphabet oder die Menge der Zeichen besteht natürlich aus unserer Menge der terminalen Zeichen. Startzustände bestehen nur aus dem einen Zustand S, Startvariable der Grammatik. Finaler Zustand ist nur das Q-Stop. Und wir definieren die Übergangsrelation Delta wie folgt. Wir sind im Zustand A, lesen das U, gehen über in A', genau dann, wenn, es gibt eine Regel, A wird abgeleitet zu U A'. Wenn das also eine Regel unserer Regelmenge ist. Und weiter, wir gehen ausgehend vom Zustand A bei Lesen des Wortes U über in den Zustand Q-Stop. Genau dann, wenn A geht über nach U, wenn das eine Regel ist. Man überführt da die Regeln halt jetzt in den nicht-deterministischen Automaten und damit gilt dann, das W aus L von G, genau dann, wenn S lässt sich ableiten zu W. Das ist genau dann der Fall, wenn S, W in den Zustand Q-Stop übergeht. Und damit ist dann das Wort W in dem konstruierten Automaten. Also damit haben wir einen Zusammenhang hergestellt zwischen den rechtslinearen Grammatiken und den endlichen Automaten. Das heißt, wir können jetzt von der Sprachklasse L3 sprechen als die Menge der rechtslinearen Sprachen oder der rationalen Sprachen. Der Automat verarbeitet Wörter, erkennt Wörter, akzeptiert Wörter oder verwirft sie halt. Mit den Grammatiken können wir die Sprachen halt erzeugen.